angehen, ne? Dann müssen wir ja noch eigentlich was schreiben für morgen. Und ja, ich habe mir da auch was ausgedacht. Also ausnahmsweise mal was Seriöses. Ja, ich... Oh. Ja, hallo! Wir müssen Selbstkritik üben. Oh, Selbstkritik! Welch garstig Wort! Hat zufällig mal jemand einen Sack da und was Asche? Ich hab damit vor. Nein, Sack und Asche gehen Selbstkritik üben, hä? Ja, Übungen machen. Nein, wir sind doch hier eine Zeitungsredaktion. Also, wir üben als Teil der Minderheit Selbstkritik an der Minderheit. Ja! An einem anderen Teil natürlich. Ach ja, gut, vergesse ich immer. An welchem Teil der Minderheit üben wir denn diesmal? Ja, naja, an der Minderheit eben. Also, ja, vertreten durch den Chef, also an Hinrich. Ach. Ja, Selbstkritik an Hinrich? Ja. Leute, da mache ich mit. Selbstkritik an Hinrich, Hinrich? Ja? Hinrich, der ist so... Er rachsüchtig. So blutrünstig. So unnachgiebig. So stur, so bauernhaft. Ja. Wir halten also selbstkritisch fest, Hinrich ist ein Bauer. Ja, ja. In welchem Zusammenhang denn diesmal? Erinnert ihr euch noch an die Sache mit Karl Holz? Ja. Ach so, der Verteidigungsminister, der zurücktreten musste, weil er sich doch nicht so gut verteidigen konnte? Ja, ja, und dessen Spezi auf Kosten der Region im Wahlkampf vor Holz gemacht hat. Ja, ja, Karl Holz, klar erinnern wir den. Ja. Aber was hat denn der nur mit unseren Bauern zu tun und mit der Selbstkritik? Naja, der Holz, den Holz zur Rechenschaft ziehen, das wollte die Region ja nicht, ne? Denn die Region ist nicht rachsüchtig, nicht blutrünstig, nicht unnachgiebig, nicht stur, außer unser Bauer. Ja. Ja, und wie wir damals ja so richtig geschrieben haben, guck mal hier, ne? Minderheit will Holz an den Kragen. Rachsüchtig, blutrünstig, unnachgiebig, stur, ja, pfui, Hinrich. Wir üben Selbstkritik an dir. Also, ich lese euch das nochmal vor. Ja. Moment, ich kann die sehen. Also, hör zu. Minderheit will dem Venstre-Volk-Teams-Mitglied Karl Holz um jeden Preis an den Kragen. Also, wir schämen uns für dich. Ja. Lies weiter. Ja, ja. Obwohl es eine klare Mehrheit dafür gibt, den Fall Holz zu den Akten zu legen, will eine Minderheit noch immer, dass man den früheren Regionsvorsitzenden zur Kasse bittet. Na bitte. Heinrich, Hinrich. Äußerst heinrich, Hinrich. Sag mal, ich könnte als Mitglied der Minderheit in ein Mauseloch kriegen. Ja, oh. Komm mit. Sag mal. Ist Hinrich in der Dansk-Folgepartie? Hä? Nee, wieso? Hinrich ist Minderheit. Da steht nicht, dass die Minderheit dem Holz an den Kragen will, sondern dass eine Minderheit aus Sozialistisch-Folgepartie, Konservativ und Dansk-Folgepartie ihm eine Unerwüchs will. Das hat mit unserem Bauern nichts zu tun. Und der ist doch gar nicht im Regionsrat. Also da hättet ihr beinahe unseren Vorsitzenden selbst kritisch verleumdet. Sag mal, lest ihr eigentlich überhaupt nicht, was ihr schreibt? Oh! 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 Leute, wir waren doch gerade so schön dabei. Was ist denn nun mit der Selbstkritik? Ja, und überhaupt, wir können doch da gar nichts für. Also, ich meine, was können wir denn dafür, was da in der Zeitung steht? Genau. Oder? Hast du denn auch bedacht, worauf man immer Rücksicht nimmt? Die Rechtschreibung, den Aufbau, dass die Aussage auch stimmt. Das ging so schnell, ich weiß, ich hab nicht richtig hingehört. Da kam der Kollege und dann wurde ich gestört.
Ordnung gibt's schon. Ansonsten gibt's bestimmt den nächsten Leserbrief dazu. Und wieder einmal zeigt sich, was schiefgelaufen ist. Die anderen waren schon egal, was du auch machst, du willst. Da folgt das schön Gerede, unser Fehler war das nicht. Ein bisschen Selbstkritik, das stünde dir jetzt echt gut zu Gesicht. Habt ihr denn viele Stimmen? Hat es denn für euch gelangt? Ach nee, noch leider nicht, man hat uns viel zu viel abverlangt. Es fing doch so gut an, die Delegierten waren dabei. Ja, ja, doch unser Bündnispartner war ein faules Ei. Ihr habt doch euer Bestes und noch mehr dafür getan. Uns kann man nichts vorwerfen, die anderen waren schon der Arme. Und wie einmal zeigt sich, wenn man schiefgelaufen ist. Die anderen waren schon egal. Dann folgt das schön Gerede, unser Fehler war das nicht. Ein bisschen Selbstkritik, das stünde dir jetzt echt gut zu Gesicht. Wir grinsen über andere, also euch warum auch nicht? Denn Selbstkritik, die steht halt einfach sehr gut zu Gesicht. Weil ihr die Selbstkritik im Alltag einfach nicht so tut. Zu mir, sie hat für euch, wir haben nämlich Mut. Im Übrigen ist auch, wenn einer manchmal was begann, viel schöner, wenn man selbst nur mit dem Finger auf ihn zeigt. Dann kann man nämlich sagen, wenn was schief gelaufen ist.